Heer eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Die Drohnen fliegen in einer Dreiecksformation so, dass der ersten Drohne zwei Drohnen folgen, denen drei Drohnen folgen und so weiter. Ihr seht eine Formation von sechs Drohnen vorbeiziehen, dann eine zweite Formation, die sich der ersten anschließt und mit ihr zu einer vollständigen Formation verschmilzt. Frage: Wie viele Drohnen werden auf diese Weise gesammelt? Am Anfang haben wir also eine Dreiecksformation von Drohnen, und zwar von sechs Drohnen. Ihr folgt eine zweite Dreiecksformation von Drohnen. Die Möglichkeiten sind also eine einzige Drohne oder drei Drohnen oder sechs Drohnen oder zehn Drohnen und so weiter. Diese Zahlen werden Dreieckszahlen genannt. Zu unseren sechs Drohnen kann sich also eine hinzufügen, aber dann haben wir sieben Drohnen und sieben ist keine Dreieckszahl. Zu den sechs Drohnen könnten drei hinzukommen, aber dann haben wir neun Drohnen und neun ist keine Dreieckszahl. Sechs plus sechs macht zwölf. Das ist auch keine Dreieckszahl. Und 6 plus 10, das heißt 16, auch nicht. Aber 6 plus 15, das macht 21. Und 21 ist eine Dreieckszahl. Demzufolge, zu unseren 6 Drohnen kommen diese 15 hinzu und insgesamt sind es dann 21. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 21. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.